Hi, herzlich willkommen. Heute mal wieder zu einem wunderbaren Essthema. Und zwar, warum ich eigentlich Brokkoli und Tomaten frühstücke. Irgendwie jeden Tag, also wirklich fast jeden Tag. Seit anderthalb Jahren, vielleicht sogar im Oktober oder November. Also wir haben jetzt September, 2 Jahre. Ja, das ist schon ziemlich lange und ich würde das nicht machen, wenn ich es nicht so großartig finden würde. Und natürlich kann sich überhaupt kein Mensch vorstellen, warum das irgendjemand machen wollte, so 500 Gramm Gemüse zum Frühstück essen. Abgesehen davon, dass das natürlich alle Raus aus der Lustfalle Challenge Teilnehmer sowieso wissen, weil ich das eigentlich schon mal thematisiert habe. Aber mich hat ein Zuschauer darauf angesprochen, beziehungsweise eine Zuschauerin, und gesagt, ich könnte ihr auch mit aller Ruhe den Link zu dem Video schicken, wo ich das erkläre, oder so auch zu einem Blogbeitrag. Ja, da gibt es kein einzelnes Video oder einen einzelnen Blogbeitrag drüber. Das hat sich so stückweise kommuniziert zwischen mir und den Zuschauern bzw. Lesern. Und daher wollte ich auch wirklich nochmal ein konkretes Video dazu machen, um das gegebenenfalls in Zukunft verlinken zu können, wenn ich dazu gefragt werde. Also, wie kam ich da drauf, überhaupt Gemüse zu frühstücken? Das war eine Mischung aus mehreren Sachen. Das eine war Kathleen De Masons wunderbares Buch Potatoes Not Prozac, was ich euch auch gerne unten drunter verlinke, in dem auch gezeigt wird, wie wichtig es ist, genug Eiweiß zu essen, um satt zu werden, um genug Serotonin zu produzieren, um genug Zufriedenheitsbotenstoffe produzieren zu können. Denn wenn man das nicht tut, dann kriegt man Heißhunger auf was Süßes. Weil durch was Süßes die Serotoninproduktion angekurbelt wird, weil durch den Verzehr von was Süßem, beziehungsweise dann die Produktion von Insulin, die Vorstufe des Serotonins über die Blut-Hirn-Schranke kommt und da dann zu Serotonin umgeformt wird, beziehungsweise umgewandelt wird. Daher sollte man in jeder Mahlzeit laut Kathleen De Masons morgens, mittags, abends jeweils ein Drittel seines Tagesbedarfs an Eiweiß essen. Also in dem Fall bei einer 1,60 großen Person oder so, nicht 1,60 großen, bei 60 Kilo schweren Person, ca. 20 Gramm Eiweiß morgens, mittags, abends. Ja, natürlich empfiehlt Kathleen De Masons in dem Fall tierische Produkte, die natürlich ungesund sind. Daher geht das nicht. Daher muss man anders sein Eiweiß ins Frühstück bekommen. Entweder durch Eiweißpulver, wobei das nicht so gut funktioniert, wie eben zuallererst Gemüse, besonders grünes Gemüse. Dieser Ratschlag von Kathleen De Masons ist dann von mir quasi kombiniert worden mit dem, was Chef AJ in ihrer Ultimate Weight Loss, in ihrem Ultimate Weight Loss Programm macht. Denn da ist sie, während sie dieses Programm, während es das schon gab, und sie den Leuten gesagt hat, sie sollen täglich 1 Kilo stärkefreies Gemüse essen, da haben einige Leute sind dann auf die Idee gekommen, also es waren so sehr busy, sehr geschäftige Leute, die genau wissen, wenn sie nicht morgens direkt zu Hause als allererstes ihr Gemüse essen, sie es den Rest des Tages sowieso nicht mehr schaffen werden, weil sie zum Beispiel mittags in der Kantine essen, abends bis 20 Uhr im Büro hocken oder sowas. Und die haben dann direkt morgens als allererstes eine halbe Portion, also 500 Gramm Gemüse gegessen. Und diese Leute, stellte sich raus, hatten besonders gute Gewichtsabnahmen. Und da kam AJ auf die Idee, Mensch, geile Sache, tolle Idee, das sollte man machen, Gemüse zum Frühstück. Was sich dann mehr oder weniger mit der Entdeckung von Kathleen De Masons deckt. Und auch Inke Jochens schreibt in ihrem Buch Zucker und Bulimie, wie wichtig es ist, ausreichend Eiweiß zu essen, weil Eiweiß besonders sättigt. Und es steht auch in Physiologiebüchern drin, dass besonders durch Eiweiß die Thermogenese angekurbelt wird, also dass Eiweißkalorien schlussendlich eher noch am meisten von allen Makronährstoffen in Wärme umgewandelt werden können, aber auch das Eiweiß am besten sättigt. Und das nochmal kombiniert mit dem Second Meal Effekt, darüber habe ich auch ein Video gemacht, was so viel besagt, wenn der glykämische Index einer Mahlzeit geringer ist, dann ist automatisch die Aufnahme der nachfolgenden Mahlzeit auch langsamer. Und man ist besser satt. Also man bekommt keine Insulinspikes bei der zweiten Mahlzeit, also nicht so groß, wenn bei der ersten Mahlzeit auch schon der glykämische Index niedrig war. Und jetzt sind Haferflocken nicht die Vollkatastrophe, die ich normalerweise frühstücke, aber sie haben definitiv einen höheren glykämischen Index als Brokkoli. Also wenn ich Brokkoli noch vor den Haferflocken esse, ist der glykämische Index, also die glykämische Last der ganzen Mahlzeit dann eben geringer.
Ja, und das hält dann auch länger satt. Und das ist das Faszinierende an dem Gemüsefrühstück. Denn selbst wenn alle Leute, die ich kenne, auch schon mal wieder rückfällig geworden sind, also alle Leute in der Raus ist die lustvolle Gruppe oder alle, die das mal gemacht haben und ich auch, wir sind alle schon mal wieder rückfällig geworden, innerhalb des Kennenlernprozesses zwischen unserem Verstand und unserem Körper und unserem Belohnungssystem, selbst wenn wir rückfällig geworden sind in Bezug auf Zucker und Ähnliches, wir sind nicht mehr rückfällig geworden in Bezug auf das Gemüsefrühstück, weil wir begriffen haben, dass das das Allerbeste ist, was wir machen können, um dauerhaft satt zu sein, um keine Heißhungerattacken zu haben, um uns halbwegs im Griff zu haben. Ich habe, nachdem ich das im November bei meiner allerersten Challenge, im November vor jetzt 2 Jahren, das erste Mal ausprobiert habe, habe ich 3 Wochen lang nur das Gemüsefrühstück gegessen. Also nur, nicht nur das, sondern innerhalb der Challenge. Ich habe 3 Wochen lang zum ersten Mal im Leben Gemüse gefrühstückt und fand das super und ich wurde satt und so weiter und so fort. Und nach diesen 3 Wochen habe ich dann gedacht, ach, brauchst du ja gar nicht mehr. Jetzt ist ja kein Muss mehr. Jetzt ist ja die Challenge vorbei. Jetzt kannst du auch was anderes essen. Ich habe 3 Tage lang habe ich kein Gemüse gefrühstückt. Und es war scheiße. Ich war super scheiße. Ich war nicht satt. Ich hatte Heißhunger. Und seitdem esse ich jeden Morgen als allererstes 500 Gramm Gemüse. Und warum esse ich dann Brokkoli und Tomaten? Weil Brokkoli mein allerliebstes Lieblingsgemüse ist und ich auch Brokkoli für das allergesündeste Gemüse halte. Weil es ein grünes Gemüse ist, weil es Eisen enthält, weil es Calcium enthält, weil es Omega-3-Fettsäuren enthält und Chlorophyll enthält und es einfach lecker ist. Und ich weiß nicht, wie ich dann irgendwie dazu kam, meistens Tomaten dazu zu essen, weil Brokkoli eher ein Hauch trockener ist und ich fand irgendwie die Tomaten damit zusammen irgendwie, die sind so frisch und fruchtig und saftig und irgendwie geil. Ich fand es halt irgendwie, ich esse das, weil ich das lecker finde. Also ich esse rational 500 Gramm Gemüse, weil ich weiß, dass es mich dann am besten von Heißhungerattacken und solchen Sachen abhält. Aber ich esse Brokkoli und Tomaten, weil ich die am allerleckersten finde. Und das ist wirklich das. Das ist der Grund dafür, warum ich Gemüse frühstücke. Und ich kann es absolut nur jedem ans Herz legen, der abnehmen will oder der Probleme hat, satt zu bleiben oder mit Heißhunger kämpft und Schokoladenjepern und all so ein Zeug. Das ist eine tolle Sache, Gemüse zu frühstücken. Und ich habe dann auch immer mal mit Leuten diskutiert, also mit Challenge-Teilnehmern, die dann sagten, oh, ich will aber morgens kein Gemüse essen. Ich will, wenn ich dann Hunger habe, was essen, worauf ich auch Lust habe, also was mir dann auch schmeckt. Die Sache ist halt die, wenn man wirklich einen echten Hunger hat, dann isst man auch das Gemüse. Und wenn man keinen Bock morgens auf Gemüse hat, dann hat man auch noch keinen Hunger und dann sollte man auch noch nichts essen. Dann ist das das Belohnungssystem, was sagt, oh, jetzt bist du aufgestanden, jetzt quälst du dich gleich zur Arbeit, dann musst du dir vorher noch irgendwie eine Belohnung geben und die sollte bitte dann süß sein und am besten auch noch fetthaltig. Und das ist eben das Belohnungssystem, das ist kein Hunger. Das dauert dann bei dem einen oder anderen auch ziemlich lange, manchmal, bis das wirklich begriffen wird. Wir sind alle unterschiedlich stark betroffen, aber wer wirklich einen Hunger hat, der isst auch Gemüse. Und wer kein Gemüse essen will, der hat keinen Hunger. Punkt. Ja, das war mein Wort zum Sonntag und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert mich. Und ansonsten sage ich Ciao, bis bald, eure Silke.